Ja, ich möchte hier ein kleines bisschen einen Bezug zum Physikunterricht herstellen und habe hier eine Tabelle mit Werten, die habt ihr in der Schule aufgenommen oder ganz so ähnlich. Also diese Werte habe ich aus einem Hefte von euch. Diese Werte habe ich von LIFEY Physik, das ist ein Internetangebot für Physik. Und auch das Bild ist genau von da. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie man relativ schnell zu dieser Tabelle und zu diesem Schaubild kommt. Das sind die Werte, wie ich sie von einem Schüler abfotografiert habe. Ich habe die aufgenommen und die stehen bei mir jetzt hier auf dem Papier. Ich mache hier eine neue Tabelle auf, die ist komplett leer. Das erste, was ich tue, ich schreibe die Überschrift. Habe ich. Später mache ich sie schick. Dann darunter dein Name. Ihr schreibt natürlich euren Namen hin. Dann lasse ich ein kleines bisschen Platz und jetzt mache ich die Tabelle auf. Da muss aufgetragen werden die Kraft und der Weg, der dazu gehört. Also trage ich erstmal die Kraft ein. Und dann habe ich dort den Weg. Bei der Kraft habe ich vergessen, die Einheit zu schreiben. Also nochmal zurück. Hier oben reinklicken, Lücke, Formelzeichen in Newton. Damit habe ich das jetzt auch korrekt. Der Weg teilt sich auf für zwei Materialien bei mir. Einmal für einen Gummi und einmal für diese Stahlfeder, wie ihr es im Unterricht gemacht habt. Das Gummi, die Werte dafür habe ich bei LIFEY Physik geklaut und deshalb verwende ich die jetzt auch. Und die Stahlfeder. So, der Weg muss sich über beide Begriffe erstrecken. Aus dem Grunde verbinde ich die Zellen und zentriere das. Dann hätte ich ganz gerne, dass das hier irgendwie fett erscheint, ist eine Überschrift. Also fett. Ja. Hooke'sches Gesetz wird auch eine Überschrift sein, würden wir nachher noch größer machen. So, jetzt müssen wir ein klein wenig tricksen, weil das angenehm ist. Man spart sich ja gerne Arbeit. Ich trage jetzt die Werte ein. Ich fange mal hier an mit 0. Dann gehört hier auch eine 0 hin, da auch eine 0. Weil das besser aussieht, würde ich alles, was hier jetzt kommt, einfach auch zentriert machen. Ich markiere jetzt hier einfach wild nach unten und sage, bitte alles zentrieren. So, und dann geht das mit. Das ist mein Auge jucken, Entschuldigung. Dann geht das mit den Kräften weiter. Und zwar würde ich jetzt einsetzen 0,25er Schritte. Also 0,25. Der nächste Schritt ist 0,5. Und jetzt greift die Faulheit. Ich markiere mir das. An diesem winzig kleinen Quadrat fasse ich mit der Maus an. Man achte auf den Mauszeiger. Und ich ziehe das runter bis 3,75. Schwuppdiwupp. Das passt gut zu meinen Gummiwerten. Die Gummiwerte, die habt ihr in eurer Kopiervorlage und die tragen wir jetzt einen nach dem anderen ein. Die Werte für die Stahlfeder machen wir etwas später. So, da sind die Werte für das Gummi. Ich kann eigentlich jetzt schon anfangen und das Schaubild vorbereiten. Ich markiere diese Werte. Ich nehme die Stahlfeder mit, obwohl da noch nichts steht. Wird sich gleich füllen. Sage dann, mach mir ein Diagramm auf. Und zwar ein XY-Diagramm. Bitte mit Punkten und Linien. Ich schiebe es ein klein wenig zur Seite, dass man das gut sieht. Die Stahlfeder ist angelegt, hat aber noch keinerlei Werte. Und wir sehen hier das Gummi. Ja, dann schalte ich mal weiter. Weiter. Nochmal weiter. Die Überschrift. Da würde ich sagen, Hooke'sches Gesetz. Das kriegt einen Untertitel mit. Zum Beispiel Kraft und Weg. Und, weil wir ja ein bisschen Physiker sind, Kraft F in Newton. Weg kriegt ein kleines S mit in Zentimetern. Jetzt ist es auch richtig korrekt. Ja, die X-Achse, die ja, horizontal verlaufende Achse,
Die kriegt er jetzt als Beschriftung mit Kraft F in Newton. Das haben wir eben schon mal als Überschrift geschrieben. Die Y-Achse kriegt mit Weg S in Zentimetern. So, eine Z-Achse haben wir nicht, aber schön ist es, wenn die X-Achse eben auch kleine Linien kriegt. Da sind sie. Und meine Legende, die packe ich mir nach unten, das sieht schicker aus. Soweit bin ich erstmal und ich kann das jetzt fertigstellen. Das Schaubild ist erledigt. Ich klicke mal irgendwo hin, wieder das Schaubild an und schiebe mir das hier drunter. Kümmere mich jetzt um die Stahlfeder, da müssen wir tricksen. Die Stahlfeder hat bei 0,2 den ersten Wert. Ich stelle meinen Cursor unterhalb oder in die Zelle, wo 0,25 steht. Also ich markiere hier die Zeile 8, mache einen Rechtsklick und sage Zellen oder Zeile oberhalb einfügen und schreibe dorthin 0,2. Beim Gummi lasse ich es offen, aber bei der Stahlfeder schreibe ich einen Wert, nämlich 6,5. Habe ich den ersten Wert geschrieben? Gucken wir mal hier unten, da tut sich was. Ne? Dann gucken wir weiter. Der nächste Wert ist bei 0,5. Nein, Entschuldigung, bei 0,4 zu erwarten. Also 0,4 ist hier. Nur da drüber. Rechtsklicken, Zeile oberhalb. Da kommt 0,4 hin. Und dort dann der passende Wert, nämlich 13. Zumindest nach dem Protokoll, was ich hier kopiert von mir habe. Und wir sehen, hier ist gewachsen. Und für den Rest machen wir das ganz genauso. Damit bin ich schon fast durch. Das Schaubild stimmt. Und die Werte für die Stahlfeder, die stimmen auch. So, Kosmetik. Hier fahre ich mal drüber. Fahre auch noch ein bisschen weiter runter. Na, erstmal schiebe ich das Bild weg. So, das ist ja jetzt größer geworden. Das kriegt einen schicken Rahmen. Da ist der Rand. Die Überschrift. Die mache ich bis dahin. Ich markiere genau diese Zellen, sage jetzt hier Zellen zentrieren und verbinden. Hooke'sches Gesetz ist winzig, das kriegt irgendwie ganz was Großes. Mein Name steht da. Jetzt fehlt mir noch das Bild. Ich habe hier den Firefox-Browser und gebe hier bei Google in der Suche einfach mal ein Lifey Hooke'sches Gesetz. Und dann gucken wir mal, was er so anbietet. Da ist es, das Ding hier. Das möchte ich gerne haben. Diese Grafik kopiere ich mir. Grafik speichern unter und ich packe mir die auf den Desktop. Da muss die hin. Solltet ihr in der Schule ganz genauso machen, speichern. Jetzt hat er sie, hoffentlich. Ich gehe hierher zurück. Meine Grafik soll hier ungefähr stehen. Ich stelle den Cursor mal irgendwo hin und sage jetzt hier einfügen. Bild. Ich gehe auf meinen Desktop und gucke mal nach, wo es ist. Ah ja, hier, das kommt mir bekannt vor. Öffnen. Da ist es. Ich muss es nur erwischen. Vielleicht in der Größe ein bisschen anpassen. Und ja, es ist guter Stil. Man sollte hinschreiben, wo es herkommt. Oh, und richtig schreiben sollte man auch. Jetzt stimmt's. Da bin ich schon fast durch mit. Wichtig noch, wenn wir speichern. Hier oben ist das Symbol für Speichern. Das ist in der Schule also ein bisschen anders. Ich klicke mal hier auf Datei, Speichern unter. Er schlägt mir irgendwas vor. Das nennen wir jetzt anders. Wir fangen an mit dem Jahr. 2024. Den Monat. 04. Der Tag. Morgen dürfte der 16. sein. 1,6 minus euer Name. Und so speichert ihr das bitteschön in euren persönlichen Ordner.